Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich war zunächst einmal ein bisschen überrascht, dass Sie diesen Antrag hier gestellt haben, weil ich habe mich mal so versucht zu erinnern, wann die CDU den letzten Antrag zur Landwirtschaft überhaupt hier gestellt hat. Das ist nämlich schon ein bisschen länger her. Aber schön, dass Sie das mal wieder tun. Und ich finde es auch gut, dass wir hier eben über die erneute Milchkrise in der Landwirtschaft miteinander diskutieren können. Das ist wichtig, weil es in der Tat ein Problem ist, dass die Landwirte, die Milchbäuerinnen und Milchbauern intensiv bewegt. Gut ist auch, dass wir darüber reden, weil wir können dann, glaube ich, zwei Dinge sichtbar machen. Der erste Punkt ist, Frau Schulze-Vöcking, Sie machen mit Ihrem Antrag deutlich, dass wir einen Bundeslandwirtschaftsminister haben, der nichts auf die Kette kriegt. Und das ist auch kein Wunder. Es ist auch kein Wunder, dass ihn draußen eigentlich niemand kennt. Sie können die Bauern und Bäuerinnen draußen fragen, wie heißt denn der Bundeslandwirtschaftsminister? Da haben die meisten Probleme, kriegen das nicht hin. Das Zweite ist, wir können in der Debatte hier auch noch mal deutlich unsere unterschiedlichen Ansätze und Erklärungsmuster klar machen, warum es zu dieser erneuten Milchkrise gekommen ist. Und ich will auch deshalb noch mal zwei, drei Worte verlieren über die Krise an sich. Weil wir haben jetzt 2009 eine Milchkrise gehabt. Wir haben 2012 wieder ein tiefes Tal gehabt. Und wir haben jetzt schon wieder einen absoluten Tiefpunkt erreicht. Das heißt, in nicht mal einem Jahrzehnt drei absolute Tiefphasen, wo Ihre Agrarpolitik den Bäuerinnen und Bauern versprochen hat, die Welt ist rosa-rot, Sie können am Weltmarkt profitieren, der Milchpreis wird nach oben gehen, weil die Weltbevölkerung ja wächst und das unglaubliche Chancen eröffnet. Dann auch immer diese Chimäre der Russland-Boykott, der ist nun schuld, das Russland-Embargo. Wenn Sie sich hingucken, wenn Sie hingucken auf die Statistik, die wir haben in Deutschland, dann stellen Sie fest, die Exporte brummen durchaus noch. Der Verlust des russischen Marktes ist durchaus kompensiert worden. Die Exporte sind auf einem hohen Niveau. Und damit sind wir beim eigentlichen Problem. Wir sind bei dem Problem, es ist die Menge, es ist einfach die Milchmenge, die viel zu groß ist am Markt. Wenn wir mal genau hingucken, bis 2007 ungefähr gab es immer jährlich eine Produktion zwischen 27 Millionen Tonnen hier in Deutschland. Ab 2007, das kommt ungefähr hin, gab es die Beratung auch an die Bauern, los, Schleusen auf, Milch produzieren, auf Teufel komm raus, der Weltmarkt wird es ja schon schaffen und wird abnehmen. 2010 hatten wir 29 Millionen Tonnen Milch, 2012 waren es dann schon 31 Millionen Tonnen Milch und jetzt, 2015, sind wir bei knapp 32 Millionen Tonnen Milch. Und in diesem Jahr wird die Steigerung so weitergehen, weil natürlich die Bäuerinnen und Bauern verzweifelt versuchen, Geld auf ihren Hof zu holen, indem sie noch mehr Masse produzieren und versuchen, dadurch irgendwie Geld auf ihre Höfe zu bringen. Wir müssen einen Satz noch mal ganz deutlich sagen, damit mal klar ist für alle, wie viel Verlust da gerade im Moment eingefahren wird. Wenn wir davon ausgehen, dass den Bäuerinnen und Bauern ungefähr 10 Cent pro Kilo Milch fehlen, dann reden wir in Deutschland über 3 Milliarden Euro Jahr für Jahr zurzeit. 2015 und 2016 wird es genauso kommen. 3 Milliarden Euro, die den Bäuerinnen und Bauern fehlen. Und dann kommen Sie hier mit einer Vermarktungsplattform, die das Problem lösen soll. Das greift doch viel zu kurz, das ist doch abstrus, diese Vorstellung, dass man damit wirklich was erreicht. Wir haben doch am Milchmarkt, das ist ja darauf hingewiesen worden, wir haben doch längst das deutsche Milchkontor, auch ein großer Marktteilnehmer. 20% der deutschen Milchmenge macht das deutsche Milchkontor. Ein Gigant am Milchmarkt, das DMK. Ein Gartenzwerg bei den Auszahlungspreisen, meine Damen und Herren. Ich will deshalb noch mal ganz klar feststellen, die Verhandlungsposition ist nicht wegen der kleinen Molkereien so schlecht. Die Verhandlungsposition ist deshalb schlecht, weil die Menge viel zu groß ist. Es ist zu viel Milch am Markt und genau das Problem müssen wir angehen, kriegen wir aber nicht in den Griff durch eine Vermarktungsplattform. Das Problem ist auch, diese Großmolkerei DMK, warum hat die den schlechten Preis? Weil sie nämlich, das hat Herr Busen schön eigentlich angedeutet, weil sie nur auf Standardware, auf Massenware setzt, nicht in Richtung Spezialisierung geht, wie wir es bei anderen Molkereien haben. Vielleicht kann eine große Molkerei das auch so nicht leisten. Aber ich glaube, Ihr Antrag zeigt eigentlich nur eins. Ihr Antrag zeigt, dass das agrarpolitische Credo Ihrer Partei Weltmarkt, Weltmarkt, Weltmarkt ist krachend zusammengebrochen. Die Bäuerinnen und Bauern, die müssen jetzt die Zeche dafür zahlen. Und ja nicht nur im Milchbereich. Ich sage Ihnen, ich habe Ihren Antrag gelesen. Einseitig,
einseitig. Nur diese Vermarktungsplattform reicht überhaupt nicht aus. Ich finde, das zeigt, dass Sie von Milchpolitik weit entfernt sind. Und was mich am meisten wirklich noch, also sag mal, Sie haben ja nicht mal mehr die Unterstützung des Raiffeisenverbandes. Selbst die sagen ja noch, diese Vermarktungsplattform ist der falsche Weg. Also selbst von der Seite kriegen Sie keine Unterstützung. Meine Unterstützung und die meiner Fraktion haben Sie an der Stelle auch nicht. Vielen Dank.